gleichzeitig müssen wir hinten wir echt zu jungen Patron mit, Handwerker, die vor ein paar Monaten Courage hatten, den Betrieb von ihrem ehemaligen Patron aufzunehmen. Wir haben ihn hier mit verbrungen. Du hast jetzt einen Plan für ein ganzes Agencement, für ein Chantier, wie ein Mann wie Wien verkauft. Der René Epp, 71 Jahre, hat drei Mädchen, die alle ihren anderen Beruf auserwählt haben. So hat er also vor vier Monaten seine Schreinerei im ehemaligen Lehrling und Compagnon du Devoir, Yves Gin. Ich habe noch immer gerne Schreinerei gehabt, gerne geschafft mit Holz. Das seit dass ich ganz jung bin. Und ich habe hier gelernt. Das ist eine Familiengeschäft. Ich kann alles. Und es wird schon, dass das, die Firma wegkommt. Hast du Angst gehabt? Nicht gerade Angst, aber ich möchte hier sein, möchte den Willen haben und möchte arbeiten. Ich bin ein Schaffer, dann ist kein Problem. So hat Sebastian mit 33 Jahren den Geschäftsanteil aufgekauft. Heute ist er Patron von 5 Arbeiter und 3 Lehrlinge. René Ehr wird während einem Moment da bleiben, um mitzuhelfen. Es ist nicht von einem da jetzt mal, kommst du, wir noch sehen, die Namen stellen. So geht's nicht. Man hat nicht nur ein Stück Holz, man hat da Lied mit sich herum. Und die ganzen Leute, die da sind, sind alle einverstanden geworden, Widerstand zu machen mit dem. Das ist wichtig. Mit dem anderen aufbauen, mit dem anderen Widerstand machen, das ist wichtig. Ich schiebe hier mit 14, 14. Ich schiebe nur mal Wendsang breit. Das ist viel klein, du willst kein Meter tun. Der Sebastian hat einen gesunden Betrieb aufgenommen. Trotzdem sind Monate draufgegangen, bis das alles in Regel gewesen ist. 6, 8 Monate sind herumgegangen, ja. Es hat Zeit genommen, ja. Wo sind die Probleme gewesen? An der Bank hat es viel gehängt, ja. Ja. Sie wollen viele Garantie und wenn man jung ist, hat man nicht so viel Garantie. Wir arbeiten zusammen miteinander. Kein Problem. Mit der ganzen Equipe machen wir mit. Alle Handwerker, die einen Betrieb aufnehmen, sind von der Handwerkskammer Inger stützt, die verschiedene Bildungen vorschlägt. Die Jungen stellen die Zukunft und ein bestimmtes Geschick vor, wie hier in der Straßburger Karosserie, die besondere Techniken benutzt, um die Kollektionsautos wieder ins Fahren zu bringen. Das ist ein BMW aus den 30er Jahren, also 30, 40er Jahre. Und also der Kunde hat uns nur ein Chassis gebracht und wir haben halt die Karosserie nach Fotos komplett nachgebaut. Diese 2 Jahre ist die Sache, die aus Deutschland kommt, am Kopf von dem Betrieb, wo er gemeinsam mit dem Roman fährt. Alle 2 arbeiten diese Jahre da und haben das Vertrauen von ihrem ehemaligen Chef im Laufe der Zeit bekommen. Du bist ja in dem Tag. Soll ich dir helfen? Ja. Die arbeiten schon, die Isaac 18 Jahre mit mir und der Roman 10 Jahre. Und ich habe mich vertraut, dass das lange Zeit nur ist normal gewesen, dass sie wieder machen. Und ich habe gewählt, dass, der Betrieb wieder geht, im nämlichen Esprit und alles. Und nur, das haben sie gelehrt. Die Arbeit ist total interessant und die Stimmung von der Firma war gut. Und mit Hubert Aberbusch haben wir uns total gut verstanden. Und daher war das relativ logisch, dass ich hier bleibe. Während Monaten haben sie das Übernehmen vom Betrieb vorbereitet. 2 neue Patrons haben Stage gefolgt und Hilfe vom regionalen Kunstbund, von dem sie abhängig bekommen, eine notwendige Hilfe. Hubert avait l'habitude de faire ça depuis tout temps. C'est lui qui a créé l'entreprise. Et nous, on est passé de ouvrier à gestionnaire. Donc il y a des choses qu'on n'imaginait même pas qu'il fallait gérer. Et puis maintenant, on est en plein dedans, quoi. Donc c'est pas facile. On doute parfois. Bah oui. Si on ne doute pas, on avance à... Si on ne doute pas, on se plante. Mit Courage und Wille werden sie jetzt einen Betrieb wieder führen und immer Lehrlinge empfangen, um ihre Kenntnisse ständig zu teilen. Hubert, er wird sie nicht direkt fallen lassen. Ich kenne nur den Weg von da bis daher. Nur bleibe ich da und solange wie es mich nicht schmissen geht. Platz jetzt an unserer Frage oder Frech mit dem Patrick Janes. Er ist Metzger in Marmoutier, ist, was in Salami bekommt und macht am liebsten das alles, was er nicht darf machen.
Ich bin der Patrick Janes von Rosenwiller Wohnig, nebenan Dettwiller, und bin Boucher-Charcutier. Ca. 35 Jahre sind wir hier in Marmoutier. Meine Spezialität habe ich jetzt auf Saucisson sec gemacht. Alles, was trocken ist, wenn man sagt, was in Elsässisch sagt man Salami dazu. Ne? Wir machen zum Beispiel mit Tonnenzopfen machen wir Salami, wir machen mit Fleur de Bière, wir machen mit Quitsche. Bist du frisch oder frisch? Ich bin frisch, aber auch brav. Mit wem? Mit wem? Mit mir selber gewöhnlich. Rechts oder links? Ui, das ist egal, das spielt keine Rolle. Mit oder ohne? Lieber mit. Mit was? Weil man sagen, mit, ich jetzt sagen, Spezialdinger. Was man nicht darf, mache ich immer mit. Draußen oder drin? Ich lebe schon draußen. Was machst du draußen? Draußen, was man nicht darf machen, das mache ich am liebsten. Wo nimmst du uns an in die Ferien? Weil bis jetzt gehen wir auf Italien, weil meine Großmutter ist von Italien gesehen und gehen wir dort nieder. Redest du Italienisch? Nein, bis jetzt mit dem Elsässer kommt man durch, weil es sind viele Elsässer in Italien, da kommen wir runter.